kann es einen Gewinner geben, wenn die Vertriebssysteme des Lebensmittelhandels auf den Prüfstand kommen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Fachtagung des Symposiums Feines Essen und Trinken. Entsprechend groß ist der Andrang in dem künstlerisch aufwendig gestalteten Kesselhaus der Münchner Kulturhalle Zenit. Überschattet wird dieser Tag durch den plötzlichen Tod des langjährigen Vorsitzenden Hans-Jürgen Bönsch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es fällt mir unendlich schwer, heute anstelle von Hans-Jürgen Bönsch angemessene Worte der Begrüßung zu finden. Schließlich war er seit 1991, das sind lange 23 Jahre, erster Vorsitzender des Symposiums Feines Essen und Trinken. In dieser Zeit hat er Sie stets willkommen geheißen. Ein Hauch von Trauer liegt über dieser Veranstaltung. Ich gehe davon aus, dass er uns von oben begleitet und sein guter Geist auf diesem Symposium liegt. Vielen Dank auch für Ihre Anteilnahme. Es ist gar nicht so einfach, jetzt den Übergang zu schaffen. Ich denke, das, was du gesagt hast, wir machen in diesem Symposium weiter und wir brauchen Sie dazu, damit wir das auch in dem Sinne, wie er es uns vorgelebt hat, weitermachen können. Und die Branche hat es verdient. Und ich denke, um den Übergang ein bisschen zu erleichtern, das kann man am besten mit ein paar Daten und Zahlen machen. Diese Branche beschäftigt rund 4,8 Millionen Menschen. Es gehören 755.000 Betriebe dazu. Und wir erwirtschaften rund 700 Milliarden Euro. Es ist eine große Branche, in der wir uns bewegen. Was wir heute hier machen wollen, ist, wir wollen über moderne Vertriebskonzepte reden. Die Grundlagen für diese Tagung liefert Universitätsprofessor Dr. Joachim Zentis. Der Saarbrücker Wissenschaftler bilanziert die Handelsstruktur in Deutschland und zeigt auf, welchen Herausforderungen sich der Lebensmittelhandel in Zukunft stellen muss. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, diese Tagung zu eröffnen, mit dem Versuch eines Blickes in die Zukunft. Und ich möchte dabei aufzeigen, wie wir heute die künftigen Formate, Standorte und Konzepte im Lebensmittelhandel sehen und einschätzen. Wenn wir uns heute hier mit der Frage der künftigen Entwicklung des LEH beschäftigen, dann möchte ich im Wesentlichen eigentlich vier Entwicklungstreiber aufzeigen, bei denen wir davon ausgehen, dass diese Determinanten den Lebensmittelhandel etwa bis zum Jahre 2020 beeinflussen. Das sind Entwicklungen, die sich auf Gesundheit, Verantwortung, Qualität, Regionalität, aber auch Authentizität beziehen. Die Dimension, die mit Genuss und Erlebnis zu tun hat. Es ist sicherlich auch die Dimension, die wir hier mit Convenience und Service umschreiben, aber zunehmend auch eine Dimension des Verbraucherverhaltens, die in Richtung Lernen, Wissen, Information ausgerichtet ist. Die Edeka Handelsgruppe hat ihre Hausaufgaben in den letzten Jahren vorbildlich erledigt. Das Unternehmen liebt Lebensmittel und kommuniziert das mehr als erfolgreich. Diese Kreativität basiert auf dem Einfallsreichtum und Engagement der Persönlichkeiten des Mittelstands. Nach mehreren erfolgreichen Versuchen bin ich Ihnen ja heute nicht entkommen und freue mich besonders, zum Thema des selbstständigen Einzelhandels als Erfolgsmodell sprechen zu können. Der Mittelstand ist das Fundament der deutschen Wirtschaft. Ich denke, ich spreche vielen Unternehmern da auch aus der Seele. Man könnte meinen, dass das Leistungsprinzip als Fundament unserer Wirtschaftsordnung in Vergessenheit gerät und damit Fortschritt aufs Spiel gesetzt wird. Dies wundert umso mehr, wenn vor ziemlich genau einer Woche Herr Brüderle in einer Bundestagsdebatte zum Mittelstand von sich gegeben hat. Mittelstand ist eine Geisteshaltung, da wird in Generationen und nicht in Quartalen gedacht. Herr Brüderle, wir rufen Ihnen zu, verstanden. Aber wo sind denn in den letzten 4 Jahren entsprechende Rahmenbedingungen, Deregulierungsaspekte geblieben? Und eins ist aus diesem Zitat, denke ich, auch klar erkennbar. Politik und Mittelstand haben nichts miteinander zu tun, weil der eine tatsächlich in Generationen und der andere doch lieber in Quartalen denkt, wenn denn die Wahltermine weit genug auseinander liegen. Der mittelständische Handel, so die abschließende Botschaft von Markus Moser, weiß genau, was er will und mit welchen Konzepten er seine Ziele erreicht. Stillstand ist Rückgang, sagen auch die Moderatoren Frank Bethmann und Werner Prill. Sie plaudern über neue Convenience Stores.
paar neuen Konzepten beschäftigen. To go ist das Stichwort. Ja. Mir fällt ein Foto ein, was ich neulich gesehen habe. Da stand drauf Coffee to go und dann neu jetzt auch zum Mitnehmen. Du hast einen schönen Film gemacht in Köln, den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Genau. Was ist neu? Also das Konzept, sagen wir mal, des To go, des schnellen Mobile Eaters, der sein Bedürfnis vor Ort deckt, gibt es ja im Ausland häufiger. Und jetzt seit 2-3 Jahren setzt es sich auch zunehmend bei uns hier in Deutschland durch. Im zweiten Teil haben wir ein bisschen jetzt auf Amerika eingestimmt und das zeigt auch schon, wohin wir jetzt schauen wollen, nach Übersee. Die Handelswelten in den USA unterscheiden sich trotz vieler Gemeinsamkeiten immer noch deutlich von Europa und auch von Deutschland. Wie und warum, das versuchen die beiden Moderatoren gemeinsam herauszufinden. Zurück nach Europa. Ein anderes Beispiel kommt aus dem Genussland Italien. Unter dem Namen Italy startete von hier aus ein von Slow Food inspiriertes Gourmet-Konzept. Es besteht aus einer Symbiose von Lebensmittelhandwerk, Handelsgastronomie und Shopping. Ein sehr erfolgreiches Konzept. Der erste Markt, Italy-Markt, ist in Turin entstanden und wir sind hingefahren und haben uns das angeschaut. Von den insgesamt 23 Märkten befinden sich 9 im Stammland Italien. Der größte wurde vor wenigen Monaten in Rom eröffnet. Weitere sind in Japan und den USA. In Kürze, so Italy, werde man auch nach Deutschland kommen. Herr Aussteller, ja, sehr schön. Und wir stoßen einfach mal auf diese Fachtagung jetzt schon. Und wir stoßen auf Sie an. Ja, auf Sie. Auf die neuen Vertriebskonzepte im Lebensmittelhandel. Und ob ich Sie jetzt so begeistern kann, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich ein ganz normaler Kaufmann, dem das Verkaufen von Lebensmitteln Spaß macht. Und Qualität ist unsere Leidenschaft. Den Trend nach mehr Qualität, Genuss und Erlebnis hat Heinz zur Heide bereits umgesetzt. Er bereiste die Welt und fand Konzepte von Händlern, die genauso wie er ihre Lebensmittel lieben. Ich glaube, die Industrie muss sich wieder ein bisschen darauf besinnen, dass wir, wenn wir unsere Kunden begeistern wollen und ein neues Produkt in den Markt einführen wollen, es auch nur schaffen, dieses Produkt in den Markt zu bekommen, wenn wir den Verbraucher überzeugen können. Um den Konsumenten zu erreichen, muss der Handel die richtige Sprache wählen. Jörg Brezel von GS1 Germany macht in seinem Statement auf die Gefahren unzureichender Informationen im Umgang mit den neuen Medien aufmerksam. Zunächst darf ich mal sagen, dass ich mich sehr herzlich bei den Organisatoren bedanken möchte, dass sie so viel Mut hatten, dieses Thema hier auf die Agenda zu setzen. Denn bei vielen in der Branche erzeugt es mehr Ärgernis denn Begeisterung. Es geht am Ende des Tages auch um Haftungsthemen. Wenn nämlich gesundheitliche Schäden jemand nimmt, weil er nicht die entsprechende aktuelle Information zum Produkt hatte. Es geht um die Frage der Datenverfügbarkeit. Das heißt, wenn Sie heute im Online-Shop die Information nicht hinterlegt haben, kriegen Sie eine einstweilige Verfügung und müssen das Produkt vom Online-Shop runternehmen. Und es geht, wenn Sie die Lebensmittelinformationsverordnung eng interpretieren, wie das die Juristen ja tun, darum, dass bei jeder Rezepturänderung normalerweise Sie eine Veränderung der Identifikationsnummer, also sprich der alten, guten EAN vornehmen müssen. Und wenn ich dann sehe, wie viele Rezepturveränderungen heute Food-Unternehmen haben, dann wird dort eine Komplexität auf uns zukommen, die wir nicht in dieser Form beherrschen können. Seit Jahren erfolgreich sind die Otto-Brüder im Online-Fleischhandel mit ihrem Unternehmen Otto Gourmet unterwegs. Multichannel heißt das Zauberwort. Was bedeutet Multichannel? Gerade für uns, Versandhandel, Katalog, klar, ich habe keine regionale Beschränkung. Ich kann durch ganz Deutschland liefern und ich habe eine riesen Produktverfügbarkeit. Wir haben fast 400 einzelne Artikel im Fleischbereich, das schafft keine Theke. Der Nachteil ist natürlich neues Einkaufsverhalten. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hat von Ihnen schon mal online Fleisch bestellt, denke ich mal, die meisten Hände bleiben unten. Das ist einfach eine neue Herausforderung. Basic-Vorstandschef Stefan Paulke managt 27 Filialen mit einem Jahresumsatz von 111 Millionen Euro. Der Biomarkt bietet immer noch viele Chancen, sagt er. Basic wird sie ergreifen. Die Grundgesamtheit 12,5 Millionen Menschen ist halt in einer Größenordnung jetzt angekommen, die relevant für den deutschen Handel aus unserer Sicht insgesamt sein sollte. Und die Situation, in der Basic sich befindet, ist eben davon gekennzeichnet, dass wir das Wachstum auf bestehender Fläche als Eintrittskarte für eine weitere Expansion sehen. Als kleiner Mittelstand können wir eben nicht wie andere Marktteilnehmer da finanziell aus dem Vollen schöpfen, aber es ist sicherlich so, dass weitere Standorte in Deutschland eine sinnhafte Belegung mit unserem Konzept eigentlich nahelegen. Und wir haben ja vor einiger Zeit eben
angefangen, uns auch noch über weitere Vertriebsformate auseinanderzusetzen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich hier vor einem Regal stehe. Das Familienunternehmen Feneberg setzte frühzeitig auf Bio- und Regionalprodukte. Im Gespräch mit Moderator Werner Prill stellt Geschäftsführer Hannes Feneberg die Erfolgsfaktoren seines Unternehmens vor. Wo kommen die Lebensmittel her? Mhm. Stichpunkt Regionalität. Mhm. Wie werden sie erzeugt? Mhm. Und wenn Sie diese Punkte zusammennehmen, Regionalität und biologische Erzeugung, was ja ein Qualitätskriterium für landwirtschaftliche Erzeugung ist, ja, kamen wir eben zu dieser Marke von hier, die am Anfang auf ganz kleinen Füßen gewachsen ist. Was ist die Marke von hier genau? Können Sie das mal beschreiben? Was steckt dahinter? Unter der Marke von hier dürfen sich Produkte ansammeln, die aus einem Umkreis kommen, der nicht weiter ist wie 100 Kilometer um Kempten. Mhm. Die Betriebe, die in dieses Programm liefern, müssen alle Mitglieder in einem ökologischen Anbauverband sein. Mhm. Und wenn es irgendwie geht, auch in der Region verarbeitet sein. Stark in der Region, national im Auftritt, sind die Kaufhäuser. Lovro Mandak, Geschäftsführungsvorsitzender von Galeria Kaufhof, warnt davor, diesen Vertriebstyp abzuschreiben. Nirgendwo ist der Handel so erfolgreich, so schnell und wettbewerbsfähig und veränderungsfähig wie in Deutschland. Und ich glaube, dass unser Konsument das auch eindeutig sehen kann. Wenn er es nicht immer so glaubt, dann soll er mal nach Frankreich fahren oder vielleicht nach England. Da kann er andere Dinge erkennen, vor allen Dingen was im preislichen Bereich anbelangt. Sie haben heute bei uns alles. Sie haben auch noch Warenhäuser. Wir sind noch nicht tot, wie Sie an mir sehen. Ich meine, das ist das Lieblingsbild aller Experten. Aber ich kann den Experten immer nur raten, wenn sie dann was sagen und sich als Experten outen, dann sollten sie vorher mal bei uns anrufen oder bekannt sein. Denn ich glaube, viele Vertriebsformen werden länger halten, als die Experten sie kurzfristig totschreiben. Welche Strategie braucht ein lukrativer Onlinehandel mit Lebensmitteln? Tengelmann-Unternehmenschef Karl Erivan Haub sieht durchaus Chancen in diesem Marktsegment, warnt aber zugleich vor den Risiken. Ich sagte Marathonlauf, ich kann es noch dramatischer vielleicht schildern, wie so eine Everest-Besteigung. Ja, unheimlich viele, viele Schritte machen, um auch in diesem Geschäft nachher erfolgreich sein zu können. Und nur ganz wenige werden es schaffen, ganz wenige werden in der Lage sein, diese Schritte zu beherrschen, aufzubauen, auch das Geld dafür zu haben. Und die, die mal eben vielleicht ein bisschen blauäugig sagen, das ist ein riesiger Markt, lass uns da reingehen, werden sich oder haben sich ja auch schon gewundert und sind heute nicht mehr da. Denn dieses Geschäft ist das Schwierigste, was man überhaupt angehen kann. Kaisers Tengelmann-Geschäftsführer Dr. Henrik Hähnecke wird deutlicher. Das Unternehmen arbeitet mit seinem Bringmeister-Konzept bereits im Online-Business. Er berichtet über ganz besondere Anforderungen. Preis, natürlich auf Supermarktniveau. Der Kunde ist doch gewohnt, dass er im Internet nicht mehr zahlt als im Supermarkt. Natürlich will er auch Sonderangebote haben. Und eigentlich ist er nicht bereit, Gebühren zu zahlen. Wobei wir feststellen, also wenn man es bis zur Haustür bringt, dann sagt der Kunde schon, das ist was anderes als DHL. Dafür bin ich auch bereit, ein bisschen was zu bezahlen. Bitburger-Chef Dr. Werner Wolf macht sich Gedanken darüber, wie Handel und Industrie die Zukunft gemeinsam gestalten können. Und aus meiner Sicht gibt es so erste kleine Pflänzchen von Nachdenken auf beiden Seiten, ob die Art und Weise, sich gegenseitig zu verprügeln, wie wir über lange Jahre miteinander umgegangen sind, noch die geeignete ist, um in einem der härtesten Lebensmittelmärkte der Welt zu bestehen. Ich persönlich glaube nicht, dass das der Fall ist, sondern ich denke, dass wir Paradigmen wechseln müssen, dass wir in einer anderen lernen müssen, das geht nicht über Nacht, in einer anderen Art und Weise miteinander umzugehen, um eben gemeinsam bei dem Verbraucher, der Lovro Mandak hat es gut verstanden, der will alles und noch viel mehr, um dem Verbraucher, der kein Armer ist, das reden wir uns herein, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, um von dem Verbraucher gemeinsam zu profitieren. Zum Abschluss des Symposiums appelliert Fernsehkoch Johann Lafer an die Teilnehmer, künftig noch mehr über Ernährung zu informieren, damit immer mehr Menschen sich für feines Essen und Trinken begeistern. Ich brauche weder eine Dose Kaviar noch die beste Flugananas aus Indonesien. Ich brauche einfach Verbündete in Deutschland, die endlich kapieren, dass ohne Information über Essen, ohne Weiterbildung des Geschmacks, wir kein Symposium mehr feines Essen und Trinken machen brauchen. Weil eines Tages sind wir alle nicht mehr da. Wir brauchen neue Menschen, die sich dafür begeistern. Und ich hoffe sehr,
dass vielleicht heute Abend durch dieses Thema oder auch vielleicht in Zukunft der eine oder andere nachdenkt, dass unsere Kinder die absolute Zukunft sind für feines Essen und Trinken.